So, jetzt gucke ich mal nach. JD-Berichte. Dann sehen wir, der Schweif. 90 Stärke? Alter, das sieht man gar nicht. Ich finde, das ist total schwach irgendwie. Also muss man jetzt 82, muss man jetzt 95 plus 82 nehmen. Und hier einmal 90 plus 111. Ja, dann. Ah ne, Verteidigung, ich guck, wo falsch ist. 110, 82, ja. Surfer sollte eigentlich schwächer sein. Kommt natürlich darauf an, was die anderen an Verteidigungen haben. Oder eine Spezialverteidigung. Die meisten haben anscheinend eine gute Verteidigung und eher nicht eine nicht so gute Spezialverteidigung. Wenn man Rucksack in meinen Schultern schneidet, ist es Zeit für eine Pause. Und ein Pokémon-Kampf. Sehr gut, das sieht aus wie ein Gesteinstrainer. Von daher werde ich Surfer einsetzen. Die Verteidigung ist ja hoch, wodurch Naschweif sehr reduziert wird. An Stärke. Und dann kommt jetzt ein schöner Surfer. Und nach dem Kampf könnten wir Level 55 sein, wenn gleich ein Geowatz kommt und dann auch deutlich höher. Ansonsten reicht das nicht. 1190 ganz nett, aber Rizeros kommt jetzt. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Rizeros, Level 50 wird schon übertrieben. 43, 44. Surfer. Meine AP sind fast alle. Surfer trifft. Rizeros tot. Ich habe, glaube ich, vorhin auch einen 50er mit einem Schlag gewonnen-hittet mit Surfer. So, das ist, sieht jetzt sehr gut aus. 1923 und mit dem dritten kommt Pipi. Da könnte ich sterben. Da könnte ich jetzt sterben. Drachenstoß trifft. Das ist gut. 45. Pipi ist tot. Und damit sind wir 55. Und damit. Es ist soweit. Es ist soweit. JD wird sich jetzt entwickeln. Ringfrei. Hey. JD entwickelt sich. Yes, und ich bin richtig stolz, Alter. It is a Dragoran. Endlich haben wir es geschafft und ein Dragoran erhalten. Vielleicht schon gleich mit der neuen Attacke. Flügelschlag. Flügelschlag. Ich muss Surfer verlernen. Ganz ehrlich. Geil, Dragoran ist hinter mir. Yes. Ich muss verdammt nochmal irgendeinem Surfer beibringen. Bei einem, bei dem es sich lohnt. Nicht so schnell. Erst muss ich dich noch durch die Gegend wirbeln. Sag doch Thunder. Karate-Meister. Quappo! Das passt richtig gut. Hier, auch hier bei Thunder brauche ich eine bessere Spezial-Donnerattacke. Schockwelle einfach zu schwach. Zieht deswegen nicht alles ab. Es ist damit zu rechnen, dass es nicht alles abzieht. Wobei Lebensschuss sehr effektiv und Genauigkeit geht runter. Ach, die Initiative, okay. Aber ich darf noch anfangen und Quappo ist besiegt. Sehr schön. Und damit kommen wir dem Level 49 verdammt Arsch nach. Quappo ist eine Weiterentwicklung, die dritte Weiterentwicklung und 47.800 nur. Okay, es ist. Hätte ein bisschen mehr sein können. Ehrlich gesagt, oh. Kein Gestein. Okay, Karatemeister wieder. Da unten ist Gestein, den ignoriere ich mal. Hier gibt es euch ein Pipi. Nicht so schnell, Früchtchen. Hier spielt die Musik. So, wir haben hier einen Razaf, okay. Schockwelle. Schöquelle. Psycho wäre hier natürlich gut. Flug wäre hier natürlich gut. Angeberei. Das bringt mir leider überhaupt nichts. Angriff steigt stark, aber Schockwelle ist ein Spezialangriff. Bringt also nichts. Ich versuche es ein bisschen abzufangen. Kreuzhieb trifft nicht, okay. Auf
verwirrt. Ja, ein bisschen habe ich es abgefangen jetzt. Durch den Reflektor, ansonsten ist es noch Gewissheit. Oh, und das ist ein bitchiger Angriff. Das ist ein bitchiger Angriff. Einfach mit seiner mit seinen Pfoten hier in mein Gesicht schlagen hier. Das geht gar nicht. Deswegen kommt jetzt die Schockwelle. Und grillt die nochmal ein bisschen. Schüttelt die nochmal ein bisschen durch. Und es ist ein Volltreffer und er ist besiegt und wir sind Level 49. Nein, 1300 nur. Das ist ja wenig. Gyro kommt als nächstes. Aber oder übel muss ich da wechseln auch. Vor allem, weil ich verwirrt bin. Zusätzlich. Nein, vor allem, weil er Gesteins-Pokémon ist und ich nur mit Knirscher und Ruckzuck-Hieb angreifen kann. Er eine hohe Verteidigung hat. Und ich verwirrt bin. Und er mit seinen Attacken mich sofort killen könnte. Auch hier bei Garry mit Steinhagel eventuell. Sofort killen, Volltreffer nur wahrscheinlich, aber Vorsicht ist geboten. Und Gyarados ist besiegt. Das ist doch sehr schön. 1119, Mashok als nächstes. Das Wechsel ist hier kunterbunt. Nochmal Thunder reinwerfen. Ich will unbedingt, dass er jetzt mal 49 erreicht. Angriff ist natürlich wieder normalisiert. Er ist nicht mehr verwirrt. Und Reflektor lässt jetzt nach, bestimmt gleich. Noch nicht. Schockwelle, ja. Vielleicht ist er ja mal paralysiert. Oder ist es mal ein Volltreffer mit Schockwelle? Masse. Ja, Ini ist weg. Er darf anfangen, auf jeden Fall. Reflektor funktioniert nicht mehr. Das ist jetzt blöd. Er darf nicht anfangen. Alter, wie hoch ist die Initiative, bitteschön? Ich meine Initiative ist richtig stark gesunken. Ah, wir sind jetzt Mashok besiegt und wir sind Level 49. Und jetzt gucke ich mal, wie hoch die Initiative auch steigt. Die KP steigen schon mal um ganze 3 Stück. Das ist in Ordnung. 3 Initiative, gut. Alles andere 2. Das ist in Ordnung. Angriff. Spezialangriff ist 7 höher nur. Ja, es ist in Ordnung, reich mal, ne? Kann also auch auf Angriffsattacken zurückgreifen. So, den will ich ignorieren. Ja, den kann ich nochmal mitnehmen, bevor ich da oben in das Pokémon Center gehe. Kommt alle her, das müsst ihr sehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche mit Session. Smogmog, Level 42. Und da greife ich mal an mit Schockwelle. What else? Oh, Volltreffer, richtig geil. Ist er nicht immun gegen... Ach nee, das ist Makrago. Das ist doch das große Feuerviech. Feier noch 49, okay. Sichlor muss dann auch wieder aufgelevelt werden. Wenn Sichlor noch Drachentanz erlernen würde. Nee, Schwerttanz. Dann wäre es richtig geil. Sondersensor. Tja. Der Volltreffer. Ach nee, bändig ist einfach. Level 50 könnte fast schon sein. Ja, geil. 4 KP dieses Mal. 4, 4, 2, 3, 3, 3. Ich hab's einfach eine Strafattacke. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich will sehen, was es ist. Es ist Strafattacke, es ist eine Unlichtattacke, das sieht gut aus. Stärke, nichts. Genauigkeit 100. Je stärker der Gegner durch Statusveränderung ist, desto stärker wirkt diese Attacke. Statusveränderung, ach so, verstehe. Ja, aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Autsch, ist das heiß. Du hast auch gegen ein legendäres Feuer-Pokémon gekämpft. So, hallo. Ich kann mich doch hier auch bestimmt teleportieren. Oder auch nicht. Mal schauen. Also, wenn die Zinnoberinsel noch nicht abgefackelt ist.
könnte ich da ja noch ein Fossil hinbringen. Und das Fossil würde ich dann aus der Höhle vielleicht bekommen. Ich bin mir unsicher. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ich tue mal Feuer nach vorne. Geh mal hier rein. Blitz braucht man eigentlich nicht für den Mondberg. Oh Gott! Yeah! Ey, wenn das mal nicht Xanus ist, dann bist du es auch hier im Kanto. Unter den Trainern hier gibt es auch ein paar richtig harte Brocken. Jemand, der Pokémon trainieren will, ist hier seine richtige Adresse. Xanthus, dass du stark bist, weiß ich schon genug. Und trotzdem lasse ich dich hier nicht ohne einen Kampf gehen. Okay, Xanthus versus Po. Snibbel. 46. Okay. Du bist ein Unlichtviech, oder? So, Psycho keine Wirkung. Läuterfeuer. Finte. Ja, du bist Unlicht. Normal. Ein schwacher Treffer. Okay, der Angriff war auch schwach. Fliegen. Ach, verdammt. Das ist blöd. Wahrscheinlich jetzt so Impaga. Verdammt, ich konnte nicht mehr agieren. So ein Müll. Kaskade. So, Wasser, 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 Wasser. Ach, das gibt's ja nicht, du! Ein auf den, der macht Eiszahn. Das ist ja unfassbar. Und ich friere ein. Oh, das ging schnell. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. War ein Tanz. Ah, warte mal. So, du wirst jetzt gegrillt. Ich hoffe, das weißt du, Impagata. Slasher kennt keine Gnade. Donnerblitz und du bist tot. Definitiv, glaube ich sogar. Spezialangriff ist Arsch hoch. Zack. Ja, du bist ja schon fast Damage. Also du hattest schon Damage, also bist du tot. Ganz klar. Ganz easy. Oh, teilt sich schön auf. Simsala. Och du, ich muss hier weg. Ich muss hier... Geist, Geist, Geist. Spukbar kann ich auch nicht einsetzen. Der kommt. Ach ja, Simsala kommt. Simsala kommt. So, Simsala. 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 Ich bin Simsala. Simsimsala. Simsimsala. Simsala. Oh, Simsala, Simsala, Simsala. Reflector. Are you kidding me? Fünfzig ist mein Sascha nur. Ah, ja, ja, Gengar. 48 nur? Ah, geil. Ja, das überlebt es locker. Wobei, so locker... Ja, doch, locker. Horrorblick, ich kann nicht mehr fliehen. Ich will auch nicht fliehen, Gengar. Hätte er jetzt einen Geowatz oder... obwohl, ich würde ihn trotzdem treffen mit Knirscher. Das ist halt das Ding. So, jetzt kommt gleich ein Trank von ihm. Verteidigung sinkt. Konfu-Strahl. Ach nö. Knirscher.
Yes! Es trifft und damit ist Gengar K.O. Und der Reflektor lässt auch bald von denen nach. Du. Los, Nibble. Ich hätte Butcher auch gegen Gengar kämpfen lassen können, stimmt. Das dürfte sogar sehr effektiv sein, oder? Wo ich mich da finde, okay. Somit kann es alles abziehen. Kiefer gegen Undicht ist auch sehr effektiv. Ja, aber... Ja, sauber. Das ist natürlich richtig sauber. Die Erfahrungspunkte bekommt natürlich komplett Butcher. Kein anderer. Magneton. Wobei ich hätte jetzt eigentlich Ho-Oh reinschicken können mit Läuterfeuer, dann wäre es das gewesen für Magneton auf jeden Fall. Naja. Ultraschall trifft ja nicht. Wahrscheinlich kann er mich gar nicht mehr angreifen, so wirklich. Ja, es überlebt er noch. Ladungsstoß. Da kann mich doch angreifen. Aber... Boah, eine kräftige Attacke. Jetzt ist es aber besiegt. Das ist gut. Mal sehen, ob ich Gengar hier einfach drin lassen kann. Wobei er paralysiert ist. Aber in der Regel, wenn jetzt kein... Vielleicht kommt ein Psycho-Pokémon. Joybot. Ich lasse ihn mal drin. Oder das kann ich ja durch Wahlglas jetzt einfach nicht mehr einsetzen. Ja, ich bin gut hier in Kanto angekommen. Bis... Verdammt, shit. Tja, er ist K.O. Alles klar. Es sei denn, Golbert würde jetzt Superschall einsetzen. Windschnitt. Das ist eine schildige Attacke, diese Windschnitte. Und damit ist Slasher besiegt. Aber kein Problem. Ich rufe dann Thunder rein. Sehr geil, der ist ja auch erst Level 49. Er wird dann noch mal ein paar Erfahrungspunkte einsammeln halt, ne? So, und damit ist Golbert besiegt. Und Poe ist auch weg. Müsste eigentlich alles abziehen in der Regel. Nein, tut's nicht. Das ist ja unfair. Giftzahn. Aber ich gehe sowieso ins Pokémon Center. Auch wenn ich jetzt vergiftet bin. Dann hast du also auch ernst gemacht, was? Ich muss wohl noch ein wenig an meinem Trainingsziel arbeiten. Aber bei so schwachen Pokémon macht es mich doch wütend zu verlieren. Mir ist zwar klar, dass mich diese Kämpfe nach und nach stärker machen, aber... Aber diese Pokémon sind immer noch viel zu schwächlich. Wie kann ich sie nur stärker machen? Ja, ich könnte es vielleicht mal in der Drachenhöhle probieren. Gehabt dich wohl, Xanthus. Geht es da zur Drachenhöhle? Nein, nicht Julian. Ich habe schon einen Nervigen in der Klasse.